No comment. Ich habe so gut wie alles verloren. Es ist nicht sonderlich gut ausgegangen, aber egal. Okay. Okay, dann bitte ein paar Runen der Magie. Lass sie mir nichts gelohnt haben. Eine einzelne. Das hat sich absolut nicht gelohnt. Do you want to throw a magic crystal into the well? You have 50 crystals. Ja, werfen wir mal einen rein. Okay. To refresh you here, metallic ringing as you purse. Becoming heavier. Ah, okay. Wir haben 1850 Gold erhalten, indem wir da einen Kristall reingekaut haben. So einen magischen Kristall, den was wir da immer haben zum Zauber lernen. Okay, dann speichern wir mal auf jeden Fall. Da unten gibt es auch einige Truppen. Die Umgebung ist sehr schön gemacht. Okay, mittlerweile kann ich aber, glaube ich, nicht mehr kämpfen. Ich sollte mich irgendwie verschüssen mit neuen Truppen. Marble. Oh, da hinten gibt es Perlen und Murmeln hast sogar. Okay. Ich probiere jetzt dann ein bisschen erkunden. Und dann werde ich mich kurz mit neuen Einheiten auf jeden Fall ausrüsten. Okay, was ist da? Eine alte Gruft. The crypt is absolutely empty. Okay, sehr interessant. Was gibt es da drüben noch? Wieder mal eine Grufteintritt. Eingang, nicht Eintritt. Okay, die würde ich mir jetzt gern vorbeischmuggeln. Ich schneide mal kurz und wir sehen uns dann wieder bei den Truppen geholt. Aber ich hole jetzt da hinten von diesen Sumpftypen mal einfach neue menschliche Truppen. Also, bis gleich. Okay, ich habe mir mal ein bisschen jetzt mit neuen Truppen ausgestattet und habe nur gesehen, da hinten habe ich den Fountain of Gladness auf jeden Fall übersehen. Der bringt mir eine Rune of Mind. Okay, sehr schön. Kann ich dadurch von da was erlernen? Na? Die könnt ihr lernen, Order Magic. Aber ich hätte gerne die Chaos-Magie höher. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe eben bald einmal ein Level-Up, von daher sollte es dann, glaube ich, eher lernen können. Okay, ich habe auf jeden Fall Inquisitoren gekauft, Ritter gekauft und Guardsmen gekauft. Dadurch sollte jetzt eigentlich wieder ein bisschen was möglich sein. Auf den Fährmann scheiße noch immer. Und gehe jetzt einmal den Weg da entlang. Da waren die Very Strong Enemy Troops, die Schatztruhe bewacht haben. Okay, nein, dann gehe ich da doch nicht hin. Dann reiten wir da jetzt aber kurz noch gemeinsam darüber. Und zwar daher, teilweise ändert sich da der Mauszeiger, aber ich kann da, das ist glaube ich einfach nur sinnlos, da kann ich nichts machen. Okay, passt. Dann neues Gebiet, dann reiten wir da mal runter, da sind wieder slightly weaker Gegner. Ja, ich besiege sie kurz. Bis gleich. Okay, ein fast verlustfreier Kampf. Den letzten Inquisitor da oben, den hätte jetzt eigentlich nicht verlieren müssen. Ich habe jetzt gedacht, der tötet da die Archer, was da noch übrig geblieben sind, mit einem Schuss, aber war leider nicht mehr so. Dadurch ist er nur durch den Seucherschaden nochmal verletzt worden und ist man dann leider verreckt. Aber ja, eigentlich der Kampf schön ist soweit wirklich relativ gut gelaufen. Die neuen Truppen, was ich da habe, auf jeden Fall sind ziemlich stark, muss ich sagen. Die Knights auf jeden Fall einmal, wenn die gebläst sind mit 18 bis 18 Schaden, sind einmal sehr krass. Okay, ich speichere kurz und trinke was. Okay, die sind einmal stark, mit denen will ich mich dann nicht anlegen. Also reiten wir da wohl leer runter und hoffen, sie geben auf. Sie geben anscheinend nicht auf. Oder doch, oder nicht, oder doch. Oh Gott, muss jetzt gegen zwei kämpfen. Na gut, ich probiere mal die Krämpfe machen. Wir sehen uns gleich. Ich hoffe mal, ich überlebe sie. Okay, Kampf Nummer 1 überstanden. Und ja, die Priester so gut wie alle verloren. Aber irgendwie, die heben wir weniger aus, die kommen mir mittlerweile sogar wieder schwach vor. Falls man irgendwie die Aufstellung ändern könnte, wäre das natürlich sehr cool. Obwohl, da fällt mir gerade ein, ich kann im Heldenmenü die Aufstellung, glaube ich, umändern. Moment. Gehen wir mal raus, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Level Up. Und hoffentlich kann ich nur skillen, bevor der zweite Kampf losgeht. Okay, Intelligenz oder Leadership? Mehr magischer Schaden oder mehr Truppen? Würde mal sagen, momentan mich interessiert mehr magischer Schaden. Also nehmen wir das und stellen ins Menü. Und da können wir jetzt Chaos Magie Level 2 erlernen. Okay, dann Alchemie. Geht sich das denn aus? Nö. Geht sich sonst irgendwas aus, was ich da schon habe? Healer. Na, Healer brauche ich nicht. Erzmagie.
Was war das gewesen? Das ist die Leadership Requirements, wenn der Hero is hiring Priests. Aha, wenn ich so Magiertruppen irgendwie anheuere, dann wird Leadership reduziert. Also die benötigte Leadership. Okay, wäre für mich eigentlich einmal gar nicht so schlecht. Das wird Necromancy, wird irgendwie getötete Truppen wiederbeleben nach einem Kampf. Wäre es eigentlich auch nicht schlecht, das haben wir da eigentlich nur. Gehen wir es einmal kurz noch durch den Rest da. In Combat Spells will inflict more damage with them. Aha, das wird Spellpower erhöhen, das Destroyer. Also das werden wir auf jeden Fall einmal noch lernen. Und Higher Magic will allow the hero to use his spellbook 2 times per turn during. Aha, dadurch kann ich 2 mal pro Runde casten anscheinend. Und das ist aber nur einmal pro Runde verfügbar, okay. Pro Kampf verfügbar, okay. Na, klingt einmal relativ nett, doch ganz gut. Was wollt ihr jetzt eigentlich da an dem Menü? Wollt ihr nicht nur irgendwas da? Genau, ins Zaubermenü. Dann rüsten wir mal den Feuerballzauber auf Stufe 2. Okay, jetzt habe ich nicht verglichen, aber er macht auf jeden Fall einmal mehr Schaden. Das da benötigt 5 Kristalle, macht dann dafür 21 Fire Vulnerability, also die Feuerschwäche um 21% und 50 Schaden. Und statt 100 Schaden hat 31%. Und statt 2 Runden hält es 3 Runden. Okay, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Da die Seuche reduziert alle Werte um 15%, hält 2 Runden. Da um 20% und 2 Runden. Okay, Plague würde ich jetzt einmal sagen, brauche ich nicht upgraden. Ich glaube, das ist momentan einmal egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Mana haben wir nicht mehr so viel. Damit. Und ich habe keinen Mana-Trank dabei. Oh, aber die Truppen fliehen. Aha, also nach einem Kampf anscheinend, wenn die feindlichen Truppen irgendwie wieder gut gesinnt und neutral und lassen uns dann in Ruhe. Okay, dann fliegt es einmal weg, das Beschissenen. Okay, da war wieder so eine Skelettleiche, 360 Gold. Ah, da kann ich mal alle Gräber irgendwie besuchen. Aha, da kann ich wieder Truppen holen. Couple of bones in a spiderweb. It seems somebody has already rummaged through here. Aha, da haben wir irgendwie nichts gefunden. Da war anscheinend jemand schon vor uns da. Okay, da waren 400 Goldmünzen. Da waren 1050 Goldmünzen. Da war der Zauberspruch 4 dreimal verhalten. Aha. With terrible visions, frightened creatures will not attack enemies of a higher level than themselves. Aha, also das wird irgendwie so, das verhindert, dass Einheiten attackieren. Von einem gewissen Level. Okay, nehmen wir das einmal. Und skillen das einmal auf Level 2. Das klingt eigentlich auch mal relativ nützlich. Aha, na, das hat. Aha, Moment. Ah, das hat jetzt nur die Dauer erhöht. Will dann der Enemies of a higher level than themselves. Okay, also wenn eine Einheit Furcht hat, dann kann sie keine anderen Einheiten attackieren, die irgendwie ein höheres Level als die Einheit selbst haben. Also eine Level 1 Einheit kann dann zum Beispiel keine Level 2, 3, 4 Einheiten und so weiter mehr dann attackieren. Dürfte für uns, glaube ich, momentan relativ nützlich sein. Ich glaube, wir haben ziemlich hohlevelige Truppen. Okay, mit dem Zombie kann ich reden. Hm? 1800 Gold und 2 magische Kristalle. Okay, wo ist jetzt diese verfluchte Maria, die ich eigentlich für den Karl suchen wird? Okay, dann nochmal der Sarkophag. Okay, you discover nothing, also nix außer gelbe Knochen und Staub. Okay, das hat sich auf jeden Fall nicht rentiert. Reden wir mal mit dem Zombie. Was strange, but this humming sounds like a song. Ah, wie ein Song. Na ja, gut. Okay. Hey, Zombie. Eventuell bist du noch nicht verrottet wie die anderen, aber. Was? Maybe you haven't yet rotted so badly that you can only hum, but you can talk as well. Aha, eventuell kannst du nicht nur mal dumm summen, sondern auch reden. Okay, I'm not a robber, I'm a treasure searcher. Okay, wir sind kein Dieb, sondern ein Schatzsucher. Also irgendwie unfreundlich, warum was? Ah, wer ist hier? Ist es ein weiterer Grabräuber? Jesus of the dead give you no rest. Warum geben euch die Schätze der Verstorbenen keine Ruhe?
Lass doch die Toten einfach in Frieden ruhen. Okay, ich bin kein Räuber, ich bin ein Schatzsucher. Wo ist der Unterschied? Don't you open graves and crypts? Also öffnen wir nicht irgendwie auch Gräber und Gruften irgendwie da recht. Wir sind eigentlich schon auch irgendwie ein Dieb. Warum bist du so unfreundlich? Ich mag keine Menschen. Warum? Ich war einst ein normaler Zombie. I wonder with my pack around the cemetery eating humans in the night. Okay, war früher anscheinend ein normaler Zombie, der auch irgendwie Menschen gegessen hat oder irgendwie feindlich war. Und was ist da mit ihm passiert? That all ended when some humans caught us and burned us so bad we were practically unrecognizable. Okay, irgendwelche Menschen haben sie dann anscheinend angezündet und sie waren dann nicht mehr wiederzuerkennen. Sie haben seine Hände genommen und er ist nur knapp diesen grausamen Torturer, was heißt Torturer, Quälern, ja, irgendwie Folterern, genau, irgendwie entkommen. Er ist zu den Sümpfen gerannt und bla bla bla. Okay, da ist auf jeden Fall irgendwas mit ihm passiert und wir können ihm vermutlich helfen. Oder auch nicht. Moment, lass uns nochmal mit dir reden, was hat er da letztes gesagt? Okay, wir können ihm anscheinend nicht helfen. Wir könnten wieder Gruft betreten, aber dazu bin ich noch nicht stark genug. Das bringt sich also meiner Meinung nach momentan noch nicht. Nimm ich überhaupt auf noch? Ja, sehr schön. Da drüben werden mal so coole Inseln. Da wieder ein Sarkophag für Vampire. Ja, ich werde nämlich dann sehr gern irgendwann nochmal auf untote Truppen umwechseln. Okay, da wieder ein Grab, wieder Gold. 33.000 Gold. Ich glaube, bald kann ich mal die megamäßigen Items kaufen da in dem ersten Gebiet. Noch einmal Gold, das sind Necromancer. Was verteidigen die? Da unten wäre mal eine. Ah, ein Schloss. Und magische Runen. Okay, was ist da noch drin? Okay, da ist wieder nix. Da ist eine alte Gruft, da kann ich vermutlich jetzt auch nichts machen, oder? Nö, wie immer. Okay, die Truppen gehen weg. Sehr schön, da können wir auf friedliche Art und Weise zum Schloss eine magische Rune erhalten. Und was gibt's jetzt da? Enemen. Okay, ja, wer da wieder lesen kann. Was meinst du actually? Surf King Mark. Da, wer wieder lesen mag, also ich werde es dann später wieder durchlesen. Also wer lesen mag, kann passieren. Okay, was haben sie da? Hell Breath, also Höllenatem. The causes the friendly target to inflict additional fire damage with its base attack. Oh, das klingt einmal nützlich, weil wir haben ja irgendetwas um den Feuerschaden. Ich kann sie kaufen. There's no space in your spellbook. Okay, ich habe keinen Platz in meinem Zauberbuch. Und da kann ich auf jeden Fall untote Truppen anheuern. Okay, also da kann ich mal auf jeden Fall dann wechseln später. Wir werfen da jetzt einmal weg. Moment, man kann glaube ich auch verkaufen, oder? Kann ich Zauber verkaufen oder geht das nicht? Ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht wie. Spells? Sell. Ah, wohl, okay. Ich muss nur das Zauberbuch öffnen, dann kann ich verkaufen. Okay, dann verkaufen wir mal alle Zauber, was ich da eigentlich eh schon erlernt habe. Denn es bringt es eigentlich nicht, den um mit herumzutragen, finde ich zumindest. Und das bringt immerhin Gold. Magical Shackles haben wir auch schon. Okay. Helplessness haben wir, Heilung haben wir, Last Hero haben wir und Kampfruf haben wir. Okay. Gut, dann kaufen wir da auf jeden Fall. Aha, da kann ich es dann eventuell wieder zurückkaufen, wenn ich mag. Ich mag jetzt aber ihre Zauber haben. Da, Hellbreath, genau. Das kaufen wir uns einmal. Ja. Ja, geile Sache. Okay, dann erlernen wir das auch noch. Und zwar so. Und okay, 20% Feuerschaden. Auf nächste Stufe 30%. Okay, magische Kristalle. Ja, allmählich gehen sie wirklich gar. Also sollte wirklich ein bisschen aufpassen. Will ich da noch rüber? Was gibt's da drüben? Kann ich irgendwie cheaten? Da gibt es nochmal eine Enchanted Crypt. Megamäßige Gegner. Will ich da wirklich rüber? Ach, ich will da rüber. Und von daher kämpfe ich jetzt mit diesem Necromancer. Aber ich glaube, da sind keine neuen Feinde da. Schauen wir mal. Nö. Also, bis gleich. Ich muss ja gerade echt was sagen. In der Schatztruhe war jetzt nur 4 drinnen. Also in der Schatztruhe da vorne. Aber jetzt kriegt das viel Geileres. Zuerst blessen wir mal die Magier, glaube ich. Die machen relativ viel Schaden.
Jetzt warte jetzt kurz auf die nächste Runde. Ja, ja, du verteidigst einfach da, Todesritter. Das sind übrigens megamäßig krank. Moment, da zeige ich eigentlich auch noch kurz die HP-Werte. Wenn sich da die verrotteten Zombies irgendwie fortbewegen. Da 160 Leben, also die heben wirklich viel aus. Und ja, wir haben ja den Feuerball auf Level 2 erlernt und... Krass, oder? Also ich finde es einmal mega geil. Kostet zwar ein bisschen mehr Mana, aber abartig, wie das jetzt abgeht. Also da, das hat sich mal auf jeden Fall gelohnt, da diese Chaos-Magie schon einmal auf 2 zu erhöhen. Na gut, aber den restlichen Kampf mache ich nur selber, also bis gleich. Okay, also die Gegner, was eigentlich ein Match, glaube ich, für mich sein hätten sollen, sind einmal...